Hallo Sportfreunde, ich begrüße euch heute wieder live aus dem Studio aus Steinfurt zum Freundschaftsspiel Galaxy Steinfurt 1 gegen die eigene Reserve. Hallo Leute, mein Name ist Jan Cavallo, ich bin 29 Jahre, spiele beim FC Galaxy Steinfurt Fußball im defensiven Mittelfeld. Zudem mache ich den Kommentator in der E-Sports-Abteilung. Ich dachte vorher auch, E-Sports, man sitzt irgendwie vorm Computer und man sieht keinen, aber die Menschen bekommen halt alle einfach ein Gesicht und dafür ist Galaxy einfach top und da macht Ali super Arbeit und verbindet das. Über E-Sports entwickeln sich Freundschaften. Also zu Beginn kannte ich da wirklich noch keinen von. Die sind alle für mich völlig fremd und neu gewesen. Jetzt auf einmal gehen wir zusammen feiern, essen, trinken. Es macht schon richtig Spaß, wenn man sonst immer nur im Vereinsebene darauf beschränkt ist, ja, eine Stadt. Und jetzt habe ich Leute aus Belgien kennengelernt, aus Frankreich kennengelernt, aus Frankfurt, Kassel, Berlin, deutschlandweit. Also E-Sports ist halt wirklich, ja, man kann sagen, grenzenlos. Letztendlich, es kann jeder mitmachen. Man muss einfach nur ein bisschen zocken. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, wir haben eine Mannschaftskasse, wir haben Regeln. Und wenn ich als Kommentator mich nicht rechtzeitig abmelde, dann muss das auch sanktioniert werden, weil man arbeitet halt einfach oder man spielt in einer Gemeinschaft. E-Sports erreicht einfach unglaublich viele Menschen. Also wir bewegen uns ja wirklich in einem Bereich, wo jeder über sein Smartphone, über sein Tablet oder halt eben zu Hause vom PC den Stream verfolgen kann, sich das Live-Spiel angucken kann, direkt kommentieren kann in unserer Chat-Funktion. Also wir haben da Möglichkeiten ohne Ende. Und manch ein alteingesessener Regionalligist im Fußball kommt nicht auf diese Zahlen, die E-Sports erreicht. Für mich als Fußballer, der über 15 Jahre wirklich nur Realfußball gespielt hat, finde ich es natürlich auch einfach unglaublich, wie taktisch geprägt so ein E-Sports-Verein dann tatsächlich läuft. Ich habe zu Beginn, als ich ganz neu dabei war, habe ich mir Trainings angeguckt und dann muss man sich wirklich 11 bis 22 Leute vorstellen, die zeitgleich irgendwo als Gemeinschaft online sind und dann wirklich Spielzüge durchspielen. Ja, da ist das nicht so, dass man einfach nach vorne rennt und zum Ball, so wie man das vielleicht in der Minikicker noch kennt, alle zum Ball, sondern da muss ein Verteidiger tatsächlich auch mal hinten bleiben und ein defensiver Mittelfeldspieler muss den Abräumer vorher geben. Und wenn er das nicht macht, ja, dann läuft die Mannschaft im Konter. Und dann ist das nicht einer spielt gut, sondern auch das ganze Team ist nur so gut wie das schlechteste Glied in der Kette. Und das ist halt tatsächlich genau so wie in echt. Und der Ball wird ins Aus geklärt. Schneller Einwurf von Fox. Fox auf Miasamir. Miasamir mit schnellen Kontakten über außen. Flankt in die Mitte. In der Mitte steht Marc Brugger völlig frei. Direktabnahme, rechter Fuß. Tor, Tor. 1-0 für Galaxy Steinfurt. Moin, ich bin Marc, 31 Jahre alt. Kann nicht nur am Ball zaubern, sondern bin am Controller auch sehr sicher. Wir sind nicht nur Bekannte. Unter den Spielern herrscht ein familiäres Verhältnis untereinander. Vom Kopf her ist es ein sehr anstrengendes und forderndes Spiel, was mir beim Handball in den kniffligen Situationen auch sehr weiterhelfen kann. Beim FC Galaxy Steinfurt E-Sports haben wir alle Altersklassen und unterschiedliche Charaktere, die zusammen das Spiel spielen und zusammen ein Ziel haben und Erfolge feiern wollen. Die Einstellung vom Handball fürs Training und fürs Spiel brauche ich auch beim FC Galaxy Steinfurt E-Sports. Beim Training muss ich genauso absagen und auf meinen Trainer hören, der mir Tipps gibt, um mich zu verbessern. Super ist auch, dass man nicht nur an der Konsole vorm Bildschirm sitzt und zockt, sondern sich auch mehrmals im Jahr zusammen trifft und Unternehmungen macht, wie Kino gehen oder zusammen Fußball spielen. Ist auch super, mit mittlerweile 4 Frauen im Team zu spielen an der Konsole, weil es im Handball einfach nicht möglich ist. Da werden halt Männer- und Frauenteams gemacht. Ich bin jetzt ein halbes Jahr im Verein und möchte die Jungs nicht mehr missen. Beide Mannschaften gehen ein hohes Tempo. Einwurf zurück, Seele mit dem langen Ball über außen. Bumi nimmt den an, kurzer Haken in die Mitte, Finte, Rückraum, Daniel am Ball, schießt, Tor, rechts oben, was ein Schuss in den Giebel. Moin moin Leute, ich bin's Daniel, 20 Jahre alt und bin E-Sportler beim FC Galaxy Steinfurt. E-Sport beim FC Galaxy ist nicht nur reines Zocken, so wie das alle vorstellen, sondern echtes Fußball auf einer Online-Basis. Wie auch im echten Fußball spielt Taktik im E-Sport eine große Rolle. Man kann sich das so vorstellen, dass ich mit 20 Leuten in einer Mannschaft spiele. Und da ist nun mal wichtig, dass ich pünktlich bin, zuverlässig bin und jeder sich auf mich verlassen kann. Inzwischen ist der Verein wie eine Familie für mich geworden.
Jeder hilft jedem. Und wenn meine Hilfe benötigt wird, packe ich gerne mit an. Und was auch noch cool ist, wenn ich Bock habe, Auto zu fahren, fahre ich ganz spontan zu meinem Präsidenten ins Büro und setze mich an die Rennsimulation, da ich aktuell noch keinen Führerschein habe. Klar, überwiegend läuft E-Sport nur auf Online-Basis. Aber das gemeinsame Treffen, um Fußball zu spielen, Super Bowl zu gucken oder was zu essen, ist nicht wegzudenken. Besonders beliebt sind unsere Veranstaltungen. Erst vor kurzem hatten wir eine riesen Weihnachtsfeier und haben anschließend das Wochenende gemeinsam in einem Ferienhaus in Steinfurt verbracht. Ganz cool finde ich, dass wir einen riesen Staff haben, inklusive Taktiktrainer. Was soll ich dazu sagen? Ali kommt an den Ball, täuscht in die Mitte, Gegenspieler geht schon vorbei. Okocha, Tor! Unglaublich! Neymar kriegt dafür die gelbe Karte und unser Präsident erntet den Ruhm. Hallo, mein Name ist Ali Pischpin, ich bin 31 Jahre alt und der Gründer und Vorstandsvorsitzende des FC Galaxy Steinfurt. Vor genau 1,5 Jahren haben wir uns dazu entschieden, das Projekt E-Sports in Angriff zu nehmen und ich muss sagen, wir haben unsere Ziele mehr als erreicht. Inzwischen sind wir der Fußballverein mit der größten E-Sports-Abteilung in Deutschland. Viele sind der Meinung, dass Zocken alleine kein Sport ist und das ist auch genau unsere Meinung. Jedoch ist das 11 gegen 11 E-Sports in unserem Verein alles andere als nur reines Spielen. Bei uns zählen genau die gleichen Werte wie im echten Fußball, wie zum Beispiel Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Disziplin, Teamfähigkeit und vieles, vieles mehr. Und genau das macht unseren E-Sport so besonders. Besonders bei unseren jungen E-Sportlern können wir in der Persönlichkeitsentwicklung entscheidend mitwirken. Angefangen bei Kritikfähigkeit, bei der sozialen Kompetenz, aber auch dahingehend, dass wir als Verein Talente entdecken und fördern, aber auch gegebenenfalls Süchte entdecken und dahingehend therapieren gemeinsam. Anders als im echten Fußball gibt es im E-Sport so gut wie keine Grenzen und Barrieren. Wenn man sich vorstellt, dass eine Person im Rollstuhl oder eine Frau gemeinsam mit erwachsenen Männern oder ein junger 16-jähriger Junge gemeinsam mit einem 40-jährigen Mann in einem Fußballteam spielt, wird das gar nicht funktionieren. Im E-Sport ist das alles gar kein Problem. Man muss auch betrachten, dass im E-Sports viel, viel mehr Möglichkeiten vorhanden sind wie im echten Fußball. Wir können als Trainer jederzeit verschiedenste, komplizierteste Taktikformen vorgeben und diese auch anhand von Videoanalysen nachhalten. Das geht im echten Fußball wirklich nur im höchsten Profibereich. Für unseren Verein ist das Zusammenkommen zwischen den E-Sportlern und den Echtfußballern von allerhöchstem Bestreben. Es bringt uns nichts, eine reine Online-E-Sports-Abteilung zu haben, sondern wir möchten gerne das Zusammenkommen fördern. Und gerade bei Weihnachtsfeiern, Sommerfesten und anderen Aktivitäten im Verein merkt man einfach, dass genau dieses Ziel zu 100% erfüllt wurde. Was auch ein totaler Irrglaube ist, ist, dass E-Sportler keine Sportler in Wirklichkeit sind oder keine Sozialkompetenz besitzen oder nichts anderes machen als spielen. Das stimmt so nicht. Wir haben teilweise Profisportler, die bei uns im E-Sport tätig sind, teilweise Geschäftsführer, Unternehmer, aber auch 16-jährige Schüler, die sich gerade entwickeln und entdecken. Da kommen einfach unfassbar viele Menschen verschiedenster Herkunft, verschiedenster Einstellung und auch verschiedenster Region zusammen und finden einfach in eine tolle Gemeinschaft. Dadurch, dass wir auch einige richtig gute Fußballer unter den E-Sportlern haben, passiert das ein oder andere Mal auch, dass die unsere Jungs bei irgendwelchen inoffiziellen Turnieren unterstützen. Und erst letztes Jahr haben wir im Sommer in Hengelo in Holland ein Turnier gewonnen, bei dem 5 von 11 Spielern reine E-Sportler waren. Das war eigentlich schon ganz cool und damit hat irgendwie so keiner gerechnet in dem Umfeld. Leider gibt es noch viel zu wenige andere Fußballvereine, die sich im Bereich E-Sports betätigen. Wir würden uns freuen, wenn viele andere Vereine in dem Bereich unterwegs sind, damit man auch mal in der Zukunft Derbys nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch auf Online-Basis nachtragen kann.